super leicht. Ja, super leicht. So. Kannst du noch mal fahren, weil es war so schön. Das ist ein Woom 4. Oh, ja. Was ist da so das Gesamtgewicht? Wie ist das zugelassen? Drehst du schon? Ja. Puh, unter 10 Kilo wahrscheinlich. Ich müsste nachgucken. Ich weiß nicht. Nein, das Systemgewicht mit dem Fahrer. Weiß nicht. Fahr mal. Weil das war so süß gerade eben, wo du gefahren bist. Wenn du es einmal kurz zeigst, du bist ja 1,74 Meter. Das ist ein Woom 4. Und eigentlich ist das ja für Kinder gedacht. Aber du sagst, es ist so stabil. Das ist so ein bisschen der Running Gag bei uns. Jedes Rad nach dem Aufbauen wird Probe gefahren. Das gilt auch für die Zweier und die Dreier. Das macht dem nichts. Also es ist sehr, sehr belastbar, sehr robust. Es ist sehr leicht. Was mag das wiegen ungefähr, Lucia? 9 Kilo. Ja. Ich glaube, das ist das Riesenplus. Es sind Fahrräder bei Woom, die gebaut sind für kleine, leichte Kinder. Und oft sind die Fahrräder zu schwer. Genau, also klassisches Kinderrad ist einfach vom Gewicht her echt schon noch eine Wucht. Und gerade zum Fahrradfahren lernen ist das halt schon ein Nachteil. Und das ist auch der große Erfolgsgrund von Woom. Die Dinger sind halt super, super leicht und lassen sich ziemlich intuitiv fahren. Also gibt es auch keine Stützräder, die brauchst du nicht mehr. Und dann die Ausstattung ist ja krass. Da ist eine SRAM XS drauf, also eine wirklich hochwertige Schaltung. Dann ein Schwalbe Rocket Ron. Genau, in einer relativ weichen Gummimischung noch. Ja. Das ist mit drauf. Die Bremsen, da sind hydraulische Bremsen, müsste ja nicht unbedingt sein, aber sind halt mal drauf. Ja, es soll schon für ambitionierte Kinder sein, die ein bisschen Action und ein bisschen Gas geben wollen. Das heißt, das ist jetzt nicht für nur irgendwie zur Schule, nach Hause, sondern die Kiddies sollen auch damit mal ein bisschen Spaß haben im Wald. Ne? So, magst du mal kurz das Preisschild mal abmachen und mir mal in die Kamera halten? Ja, kann man machen. Also nur, dass man das mal sieht, weil man muss das ganze Konzept Woom ein bisschen erklären. Also, Papi muss auch ein bisschen mehr Geld verdienen, Oma muss auch noch ein bisschen was dabei geben. 829 Euro gibt es ja bei Discountern, gibt es so ähnliche Fahrräder, die haben auch zwei Räder und so, gibt es dann für 173 Euro. Die fährst du aber nicht im Bikepark, die hier schon. Kann man die im Bikepark fahren? Die kannst du im Bikepark fahren und guckt mal spaßeshalber bei euch in der Nähe mal am Wochenende im Bikepark vorbei. Da fahren oft die Woom-Offs rum, manchmal mit Federgabel, wie sie hier außen stehen, manchmal auch mit Carbongabel. Auf jeden Fall sind die dafür voll tauglich. Also es ist jetzt nicht nur so ein Marketing-Gag, hier Woom, sowas wie, was weiß ich, irgend so eine Handtasche von Gucci für Kinder, sondern die halten richtig was aus. Und was total krank ist, ist der Wiederverkauf. Also du holst so ein Ding, das ist wie so ein Stocke-Kinderwagen, stellst ihn bei eBay Kleinanzeigen rein und kriegst noch richtig Kohle. Genau, also wir hatten eine Zeit lang hatten wir so sehr Engpässe, dass manche sogar über UVP gebraucht verkauft wurden. Das ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr so der Fall. Mittlerweile ist die Liefersituation ein bisschen besser, aber ihr habt trotzdem wenig Wertverlust. So, jetzt gibt es verschiedene Ziffern drauf. Off heißt wahrscheinlich Offroad. Genau. 5 ist die Größe 24 Zoll. 24 Zoll. 4 ist 20. 20 Zoll, genau, steht auch nochmal hier in Inch, ne? Da 20 Zoll. Okay, 20 Zoll. Und da? Das 6er ist ein 26 Zoll klassisch, was früher Erwachsene sogar gefahren haben. Ne? Ist das neu, 26 Zoll? Nee, also bei Woom jetzt oder generell? Ja, bei Woom. Nee, das ist nicht neu. Die haben das 6er schon in der Classic-Version mit einer Stargabel in Alu auch schon so gehabt. Aber dieses Modell, das Off oder Off Air, Air heißt halt mit Gabel vorne. Ne? Also Luftfeder. Luftfedergabel. Und das ohne Air heißt dann quasi, dass es eine Carbon-Gabel hat. Ne? Dass es hier so ein bisschen leichter nochmal ist. Ne? Ach so. Ist aber auch vom Preispunkt noch ein Unterschied. Macht nochmal so ein bisschen roundabout um die 100 Euro weniger aus. Ne? Also, das heißt auch hier Rocket Run. Wie liege ich hier preislich bei dem 6er? Beim 6er, das ist das teuerste Modell bei den Bio-Bikes, so ungefähr 1000 Euro. Halt mal rein in die Kamera. Hast du einen Aufkleber? Guck mal da unten am. Nee? Ist kostenlos. Ja, 1000 Euro. Also, glaube ich dir. SRAM XS. Sag mal, wenn ich so ein anderes Modell nehme von einem namhaften Hersteller mit der Ausstattung, bin ich aber auch nicht weit weg, oder? Also du hast, was meinst du mit anderes Modell genau? Also wenn du jetzt, es gibt ja auch Hersteller, die Kinderräder bauen, die ihr im Programm habt, von einem anderen Hersteller als Woom.
zum Beispiel? Ja klar, also du könntest jetzt natürlich auch in der Klasse, müsstest du wahrscheinlich dann auf den Stevens oder auf den Scott umsatteln. Da bist du auch mit dem Preis eigentlich in derselben Region schon fast unterwegs. Es ist halt ein bisschen günstiger, muss man schon sagen, so ein Skid, so ein Scott-Kinderrad. Aber die, man muss sagen, die Stärke halt vom Woom ist halt das Marketing und die Optik mit dem Gewicht. Ne? Das ist halt so das Ding, was Woom. Ah, mal gerade mit einem Finger. Kannst du das machen? Hoch eben? Das große? Nee, das große hier, das Sechser. Ja. Machen wir mit einem Finger. Also das ist jetzt wirklich ein Finger. Mach's gerade mal Mittelpunkt aus. Ja, das sind zwei Finger jetzt. Ein Finger. Nee, so, dass ungefähr in der Mitte ist. Ich brauche ein Startbild. Der ein Finger. Ne, ein bisschen weiter vorne. Du hast nie in der Metzgerei gearbeitet, merke ich. So, ein Finger, da ist es. Also, ist es federleicht? Was wird es wiegen? 8 Kilo? Das größte wird wahrscheinlich so ein bisschen mehr wie 10 wiegen und das wiegt unter 9 so rum. Also 9 Kilo. Nee, also mit Gabel, also mit der Carbon-Gabel wiegt es unter 9, da wiegt es 8 noch was. So, jetzt kommt es noch besser. Es gibt das 5er jetzt neu. Die Farbe ist auch neu, Kupfer. Genau, kupferfarben, ne? Also Copper Terra heißt es, glaube ich, genau. Und das ist so ein kupferfarbenes, also sieht auch schon ganz cool aus, ne? Du warst als Kind mal Stuntfahrer für eine ganz wichtige Filmproduktionsfirma. Magst du es mal kurz zeigen, das Fünfer, wie das fährt? Ich will ihn mal. Und die Räder wollt ihr später noch verkaufen. Also das ist jetzt wirklich, sieht fast aus wie ein BMX-Rad, so ein bisschen für ihn. Ja, schon. Ne? Also man könnte sich tatsächlich vorstellen, dass er damit fährt. Ich mache jetzt keinen Bunny auf, weil ich will das Material ja nicht. Was cool ist die Narbe, die ist schön laut, das wollen die Kinder. Genau, also die Narbe schön auffällig laut, wie wir das auch gerne bei unseren Mountainbikes haben. Okay, ist gut. Ruhig Blut. So, Luftfeder? Ja. Luftfedergabel, 24 Zoll. Schon schön. Scheibenbremse, hydraulisch, also wie bei dem anderen. Und wahrscheinlich auch sackteuer. Was kostet das? Roundabout 9,29, glaube ich. 9,29. 9,79. War wahrscheinlich gestern die 9,29. Ist das, so ungefähr läuft es momentan, ja. Das sind die UVPs, die ihr da... Ihr habt viele Wooms da. Habt ihr alle da? Auch die ganz kleinen? Also, magst du mal so ein ganz kleines holen, Lucia? Ja. Das war mal so ein 1 oder so? Ja, also momentan haben wir wirklich von 1 bis 6 alles da in allen Ausführungen. Egal ob Lastenrad, Original oder wie hier jetzt Mountainbike. Auch das komplette Zubehör von den Handschuhen über die Luftpumpen, Schlösser, ist ja alles jetzt aus dieser Markenwelt da. Helme habe ich gesehen, einen beliebten Rot, Grün und Gelb. Genau, und auch Schwarz, Blau. Mountainbikes. Ne? Ja. Also ja, alles da. Ja, es gibt gleich einen Kaffee für dich, denn wir sind gleich am Mittag angekommen. Heute tolles Wetter. Wir haben den 3. Mai. Genau, 3. Mai. 3. Mai 2023. Ist das ein Einser? Nee, das ist ein Zweier. Das Einser ist ja ein Laufrad. Ein Laufrad, okay. Mit Pedalen und so. Das ist ein Hotseller, oder? Bei euch? Genau, das ist das neue Sondermodell von denen für die 10 Jahre Woom mit so einem Dinosaurier, der hier hochgeprägt irgendwie Sterne schießt aus dem Auge. Und da gibt es halt diese neue Farbe, so rot eluxiertes Sondermodell, wo noch eine Standpumpe noch kostenfrei also, oder dabei Warte, gibt. Ich zeig mal gerade. Das ist nämlich jetzt endlich mal ein günstiges Modell. Also 16,90 Euro kostet das Fahrrad. Ja. Dann nehme ich, warte, mal, wirklich. Mal, wie viel? Mal. Warte mal, da 30 vorne, oder so. Vorne steht's. Nee, das ist der Ständer fürs Fahrrad. Also 409 Euro kostet das, aber auch gebraucht. Gerade das Fahrrad hier als Sondermodell bist du oft bei eBay Kleinanzeigen beim gleichen Preis, oder? Bei dem Fahrrad. Ist krass, was die erreichen. Also da bin ich echt mal gespannt. So die limitierten Sondermodelle, ich glaube tatsächlich, dass die im Wert nicht fallen werden. So, und hier hast du sogar. Zwei verschiedene Bremsfarben von den Griffen, nämlich das Grün hier, das korreliert mit dem grünen Bremsbelag, sodass das Kind auch weiß, die ganz Kleinen, die wissen ja nicht, wo links und rechts ist und damit die dann grün und schwarz, kann man das denen besser erklären. Genau, das macht Woom auch so ein bisschen aus. Also das klassische Verkaufserlebnis vom Woom ist, die komplette Familie rückt an und während dann der Opa mit der Mutter über die Farbe diskutiert, ist der Kleine dann auf dem Rad und fährt schon durch den Laden. Und dann wird es irgendwann gesehen von den Eltern gerufen, oh Gott, er kann doch gar nicht. Aber er kann halt schon, weil damit lernt man es halt intuitiv direkt. Also. Das ist ein Anagramm, was man sogar auf den Kopf stellen kann. Das ist ganz interessant. Also Woom steht einmal so ist Woom. Und wenn ich es aber drehe um 180 Grad,
Geht das auch, ja. Dann geht das auch, ist auch Wurm. Siehst du mal, wie toll ich das erkannt habe. So, wir sind in Kaiserslautern. Wenn es jetzt so Leute gibt, die fragen, klar, wir, die von weiter weg kommen, die verschicken wir auch euch, sind bei mir uns sogar dann schon vor, sind schon aufgebaut und montiert. Also das heißt, normalerweise muss man die ja noch zu Hause noch aufbauen. Bei der Größe kommen die in einem Briefumschlag. Genau, in so einem großen Kuvert, ja. Tschö. Ciao. Achso, müssen wir sagen, wo wir sind. Komm. Konrad bei Green Bikes, Kaiserslautern, Glockenstraße 4, montags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr. Genau. Und guckt auch gerne mal bei unseren Social Media. Man kann eben vorbei. Ja, mach das. Ciao.